Guten Tag Leute, willkommen beim 100.000 View Special. Danke für 100.000 Mal das Ansehen meiner Videos. Heute spielen wir mal Scribblenauts. Zum Spaß. Das ist kein richtiges Let's Play, das ist nur ein kleines Mini-Dingens. Ja, ich habe schon ein bisschen angefangen mit dem Spielen. Und hier in meiner goldenen Ritterrüstung sieht man mich. Bewaffnet mit einem Schwert natürlich. So, und jetzt machen wir ein kleines bisschen Scheiße. Also gut, tun wir zuerst unseren... Nee, komm, Fliegen brauchen wir jetzt nicht. Okay, such mal einfach jetzt mal nach einer Quest. Sankt Asterix. Ja, meinetwegen. Halt nein, da war ich glaube ich schon. Ja, da war ich schon, genau. Geh mal wieder da raus. Ist ja egal. Suchen wir einen anderen Punkt, wo wir Scheiße machen können. Hier ist glaube ich das Museum, da war ich auch schon. Ich glaube allgemein habe ich in der Hauptstadt schon sehr viel gemacht. Den Typen habe ich auch schon. Ja, in der U-Bahn war ich auch schon. Ich würde sagen, wir suchen uns einen anderen Ort. Und zwar... Puh, gehen wir mal dorthin. Tintenfass-Gymnasium. Yay! Willkommen in Tintenfass-Gymnasium. Okay, hier ist ganz schön viel los. So, erst einmal... Es sollte wirklich etwas oben auf diesem Mast sein, das man grüßen kann. Eine Fahne meinst du, oder? Okay. Fahne, Fahne. So. Hier da oben. Haha. Yay. Gut, was ist hier los? Ich will alle zum Lachen bringen. Gut, dann geben wir mal dir das Adjektiv lustig. Lustig. Huch, jetzt ist er ein Clown. Oh mein Gott. Hier ist ein blauer Stern, aber zunächst mache ich die Nebenquests. Oh, da ist ein Rebelle. Irgend so ein Schlägertyp. Aufbold. Na komm, greifen wir den mal an. Stirb! Ach, der hat da jemanden eingesperrt, glaube ich, oder? Hallo, komm da raus! Ne, da ist keiner drin. Oh mein Gott, der lebende Schrank. Okay, ich habe hier irgendwie da was gedrückt und dann ist mein Spiel abgestürzt worden. Wahrscheinlich, weil ich hier einen zweiten Bildschirm habe. Das muss ich vermeiden. Gut, also nochmal. Ne, das mache ich jetzt nicht mehr. Wobei, doch, mache ich. Moment. Ich glaube, das mache ich offscreen. Okay. Jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin abgestürzt sind. Oh, was ist mit dir los, hä? Schütz mich vor dem Ball. Würfen im Völkerball. Was? Welche Ballwürfe? Was meinst du? Ich verstehe dich nicht. Okay, ich glaube, ich weiß, was er braucht. Und zwar das, was ich gerade trage. Eine Rüstung. Na, Rüstung! R-U-S-T-O-N-G! Rüstig, rostig, rustige, rasante, rasende, rastlose. Ah. Verdammt, ich glaube, das muss ich extra schreiben. So, jetzt. Rüstung. So. Bitteschön. Oh mein Gott. Party. Das sieht aber nicht nach einer Rüstung aus. Naja. So, was hast du zu sagen? Nichts, okay. Platziere etwas in meinem Topf, das ich den Schülern zum Mittagessen servieren kann. Na gut, dann, was für ein Topf? Den hier, ne? Okay. Zunächst mal möchte ich dieses Schwert ablegen, weil ich die Befürchtung habe, dass ich manchmal jemanden dadurch angreifen kann. Okay, na komm, heute gibt's frische Ratte. Ratte? Wo ist die? Wo ist die Ratte? Da ist die Ratte! Wo ist die Ratte nochmal? Ich will sie nicht in den Ofen haben. Ich will sie da in den Herd reintun, in den Topf. So! Ein Hamburger? Njam! Oh, jetzt ist er gestorben.
Rattenfleisch mag er wohl nicht. Naja. Kranker Junge. Moment. Gesunder. Yay, jetzt ist er wieder gesund. Ach, wie schön. Okay, weiter geht's. Was ist hier los? Anscheinend der Spielplatz. Dieser Spielplatz ist langweilig. Es könnte ein paar interessante Attraktionen gebrauchen. Ich weiß was. Moment. Riesenrad. Bitteschön. Huch! Ach, das haben wir schon geschafft alles, okay? Was ist hier drin eigentlich? Keine Ahnung, irgend so ein Zirkusdingens. Ah, hier geht's weiter. Ach nee, den blauen Stern haben wir ja nicht gemacht. Mist, wo sind wir jetzt? Ich will den blauen Stern machen! Geht's hier wieder zurück? Ja, genau. Ja, yeah, alle sind fröhlich und freundlich. Ach, wie schön. Okay, dann holen wir euch diesen blauen Stern. Jetzt muss ich da hoch. Ja. Hilf beim Gewinnen der Wissenschaftsmesse, indem du ein gemeines Wesen erschaffst. Verrückte Wissenschaft. Start. Die jährliche Wissenschaftsausstellung steht an. Hilf den Schülern dabei, eine Lebensform zu erschaffen und zu gewinnen. Gib den Amöbe zuerst eine Nahrungsquelle. Na gut, dann Menschenfleisch, ne? Menschenfleisch ist immer gut. Menschenfleisch. Menschenfeind, Menschenfresser, Menschflosse, Menschaffe, Menschenmasse, Menschenwerfer. Ah, das ist ein Kinderspiel. Also das ist ein Kinderspiel, deswegen gibt es das wahrscheinlich nicht. Okay, dann eben Ratte. Ich immer mit meiner Ratte, ich weiß. So. Okay, vielleicht sollten wir sie noch töten. Moment. Tot. So eine tote Ratte. Jetzt rein mit dem. Verdammt. Keine toten Ratten? Na gut. Dann eben ein Döner. Döner, Fladenbrot. So, jetzt. Nun benötigt sie etwas Wärme, um vernünftig wachsen zu können. No problem, und dann holen wir uns einen Vulkan. Vulkan. Ich hoffe, das ist nicht so groß. Na, ist überhaupt nicht so groß. Nee, 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 so kann man anbieten. So, jetzt machen wir den noch ein bisschen kleiner. Winzig. Okay. Jetzt aber... Nee, ich will... Ach, scheiß drauf. Oh, ich glaube, du solltest aufpassen. Der Vulkan war doch ein bisschen zu hart. So, was sollen wir jetzt machen? Wow, sie wächst. Als nächstes sollte ich ihr etwas geben, das der Körper eines solchen Wesens brauchen könnte. Was? Ich verstehe es nicht. Geben... das Körper eines solchen Wesens brauchen könnte. Einen Rumpf, glaube ich, ne? Rumpf. So. Bitteschön. Aha. Jetzt beginnt es zu wachsen. Jetzt sollte ich dem Wesen dabei helfen, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Gut, dann machen wir den zu einem Manager. Moment. Wo ist der Kopf? Oh mein Gott, ihm fehlt der Kopf. Na gut, dann machen wir ihn jetzt einfach mal reich, glaube ich. Reich. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt bist du reich. Wow, ein Geldbeutel. So, jetzt. Immer noch nicht. Verdammt. Vielleicht einen Smoking? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt. Immer noch nicht. Wie auffüllen?
in die Gesellschaft integrieren. Boah, ihm fehlt einfach der Kopf. 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 So. Hä? Ja, komm, ich brauche einen Tipp. Vielleicht im Wesen ein Adjektiv, um es menschenfreundlicher zu machen. Das habe ich doch gemacht. Reich. Ah, okay. Daneben, freundlich. Was weiß ich. So. Oh mein Gott. Das Wesen braucht noch einen Namen. Platziere Buchstaben auf der Leinwand und bestätige den Schalter. Okay, Buchstaben. Muss ich jetzt A und B so hintippen, oder was? Okay, X. Oh, X, O, X. Xox. Xoxa! Ich nenne dich Xoxa. Keine Ahnung, warum Xoxa. So. Okay, und ist im Hebel. Yay! Huch! Was für ein fetter Pokal, den kann ich gar nicht tragen. Stern! Yay, verrückte Wissenschaft fertig. Gut, jetzt haben wir 14 Sterne weltweit. Okay, ich glaube hier in diesem Was ist denn das denn? Schneeball. Moment, da fällt mir was Lustiges ein. Killer. Killer-Schneeball. Okay, brutal. Machen wir den einfach mal... Böse. Böse. Oh Gott. Aua. Ja gut, der kann mir keinen Schaden machen, aus dem Grund, weil ich Folgendes eingetippt habe. Amüsierender? Warum amüsierendes? Habe ich nicht eingetippt. Na gut, dann eben nur unverwundbar. Hilfe! Der Killer Schneeball ist hinter mir her! Rennt um euer Leben! Ah! Lass ihn in Ruhe! Ich rette dich! Autsch! Na? Greif doch nicht mich an! Huch, wo ist der? Er hat sich in einen Football verwandelt. Warum greifst du mich an? Lass mich in Ruhe. Hilfe. Ein Psychopath ist hinter mir her. Lass mich. Ich werde dich töten. Also, die haben wir schon. Lass mich in Ruhe. Moment. Hm, da fällt mir was ein. Lehrer. So, jetzt bist du nicht mehr so mutig, was? Feige Sau! Vorne im Lehrer machst du sowas nicht, wa? Hä? Vor was hast du Angst? Vor das Küchenpersonal oder was? Was für ein mutiger Lehrer, ich bin beeindruckt. Geh mal weiter. Gut, hier waren wir auch schon. Berufsinform... Oh nein, ich hasse Berufsinformationstage. Keine Ahnung, warum ich gerade irgendwas geschafft habe. Ich habe keine Ahnung. Was ist das eigentlich? Fullstop-Dinner. Willkommen in den Fullstop-Dinner. Okay. Ach, hier ist wieder ein blauer Stern. Oh Gott, Kampf der Giganten. Minotaurus gegen Monster. Die blauen Sterne machen wir erst später. Mir ist so langweilig. Gib mir etwas zur Unterhaltung. Na gut, dann... Kriegst du das, was ich immer mache, wenn ich irgendwo hingehe? Nämlich Gameboy spielen. Ich hoffe, Gameboy gibt es. Weil das ist ja ein Eigenname. Gamepad. Ja, komm, Gamepad. Bitteschön. Du bist... Oh, du magst mich nicht, weil du... Oh. Was denn? Ich wünschte, er könnte mir etwas geben, damit ich mich besser fühle. Okay. Knarre. Knarre. So, Knarre. Bitteschön. Jetzt knallen ab. Mist. Sie will nicht. Äh,
Ein Hund. Genau, ein Hund. Bitteschön. Hündchen. Lass doch den Hund in Ruhe, du Tierquälerin. Lass ihn los. Ich rufe vielleicht den Tierschutz. Moment. Tierschutz. So. Tiefschutz. Nein, will ich nicht. Na gut, dann eben den Kammerjäger. Wobei der nicht auf Hunde spezialisiert ist, aber egal. Huch. Das wollte ich eigentlich nicht. Die armen Wanzen. Du bist ein kaltblütiger Killer, lass sie. Huch. Schon wieder es geschafft. Was ist denn das hier? Diplom. So, jetzt holen wir uns noch einen Kellner, der wird dann den Hund verscheuchen, glaube ich. Keine Hunde im Restaurant. Keine Hunde in der Restaurant Vitaliano. Dieser Hund, der muss raus. So, jetzt passt's. Hier ist wieder ein blauer Stern. Gib dem Koch Zutaten, um für jeden Kunden etwas zu kochen. Meinetwegen. Oh, willkommen in der italienische Restaurante. Ich darf Sie zu Ihrem Platz führen. Gib dem Koch Zutaten für verschiedene Gerichte. Füge als erstes 3 Zutaten für eine Pizza hinzu. Okay, das erste ist natürlich das Brot. Brot! Okay. Dies hilft bei der Herstellung eines knusprigen Pizza-Randes. Achso. Als nächstes noch... Ananas. Verdammt, nicht SNS, sondern Ananas. So, das möchte ich nämlich gerne auf meiner Pizza. Bitteschön. Dies fügt der Pizza ein kleines bisschen Soße hinzu. Was, eine Ananas? Ananassoße oder was? Und dann ist noch Tomate. Tomato. Bitteschön. Dies hilft beim Herstellen der Soße, genau. Die Pizza braucht jetzt eine Geheimzutat. Füge sie mit dem Notizblock hinzu. Eine Geheimzutat, okay. Blut. Verdammt, Blut geht nicht. Na gut, dann, geheime Zutat. Pisse. Verdammt. Geht auch nicht. Puh. Müll. Damit sie alle wieder umfallen. Hier bitte. Nein, der nimmt's echt. Nein, tu's nicht. Nein. 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 Diese Pizza sieht nicht lecker aus. Hm. Ah, nein! Ah. Nun werden wir Hexe einen Phönix backen. Füge Zutaten für diesen magischen Vogel hinzu. Ah, der hat echt Müll gefressen. Ah, Gott, das macht mein Kater immer. Oh Gott. Okay, ein Phönix. Ein Phönix braucht natürlich Feuer. Ne? Feuer, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Hey, es brennt! Hey. Tut aber auch alles rein. Wie kann man einen Phönix überhaupt fressen? Na gut, dann ist ein Vogel. Vogel. Bitteschön, Vogelkrippe. Na los, schnappen dir. Dies verleiht dem Phönix einige Federn. Und jetzt die Kraft der Unsterblichkeit. Verdammt, es geht nicht. Was braucht ein Phönix noch? Flügel haben wir ja schon bereits. Feuer ist er. Feder, keine Ahnung. Feder, mir fällt nichts mehr ein. Da, eine Feder. Geht nicht. Magischen Phönix, okay. Dann brauchen wir noch einen Zauberer.
Der hat ihn verzaubert, keine Ahnung. Hier. Nein, es nehmen die nicht. Hä? Ich brauche keinen Tipp. Ach komm, ich brauche einen Tipp. Was alle Vögel besitzen. Ja, ein Flügel. Kann ich die jetzt nicht entfernen? Ich will diesen Zauberstab nicht. Doch, will ich. Na, wie kann ich die jetzt entfernen? Ich kann die nicht entfernen. Warum geht es nicht? Dammit. Ich kann den nicht töten. Will ich aber. Na gut, dann Kralle. Eine Klaue. Keine Ahnung. Hier. So, jetzt, du hast eine allgemeine Komponente für das Erschaffen eines Vogels hinzugefügt. So, und jetzt? Huch! Wir haben einen Phönix gebacken. Sieht aber immer noch etwas roh aus. Wie kann man einen Phönix backen? Ich hab den mit... Ich hab den Feuer gegeben. Ja, diese Dinger scheinen irgendwie von selbst zu gelingen. Wir hätten auch einfach gleich Phönix schreiben können, dann wäre das Ganze leichter gewesen. Unser erster Kunde will, dass wir ein Motorrad backen. Lege dafür drei Zutaten. Motorrad? Wie kann man ein Motorrad essen? Ich verstehe es nicht. Hier, Motorrad. Hier, bitteschön. Na, jetzt aber. Da! Ja, genau, Räder, hier. Da, Räder. Räder! Muss ich das herschreiben wahrscheinlich, damit es geht. Okay. Rad. Ich glaube, du hast ein Rad ab, was? Hier, Rad. Ist zwar ein bisschen alt, aber gut. Fahren. Gerüst. Na, Gerüst ist ja allgemein irgendwie. Lenker. Lenker. Dammit, okay. Motor. Motor ist ganz gut. Motor. So, hier, Motor. Du hast beim Zweirad eine Energiequelle hinzugefügt. Genau. Und jetzt, machen wir noch das Ganze ein bisschen knusprig mit ein paar Öl. Mit ein bisschen Öl, genau. Öl. Schmiermittel. Warum nicht? Fahrgestell, okay. Fahrgestell. Ich wusste nicht, wie das heißt, deswegen. Huch! Nicht den Zauberstab! Nein! Ein Zauberstab? Huch! Dieses Motorrad sieht zu... Was sieht zu gut zum Weggeben aus? Bis dann! Hey! Ein Halunke. Yay! Kochgehilfe fertig. Gut, ich würde sagen, eine machen wir noch und dann war es das auch schon mal. Auch wenn es gerade so schön ist, das Spiel. Aber ihr könnt es ja selber spielen. Kann man sich über Steam runterladen. Machen wir mal das hier, das ist die letzte Quest für heute. Oh, mit der italienischen Outfit. Ich sehe aus wie Luigi aus Mario. Dieses Restaurant hat außergewöhnliche Kunden. Gib den Schuljungen etwas, um ihn zu wachsen. Okay, dann kriegst du hier einen Dünger. Dünger. Du bist ja eine Pflanze, ne? Dünger, bitteschön. Damit wächst du. Okay, Fruchtzwerge. Fruchtzwerge. Verdammt. Geht auch nicht. Na gut, dann... Meine Güte, das Spiel ist langweilig. Man müsste da Eigennamen einbauen können. Das wäre dann viel geiler. Apfel. Apfel. Bitteschön. Ah. Kein Benehmen. Zieh dir was an. Gesundes Essen hat mich dazu angeregt, stark zu werden. Oh mein Gott. Der Vampir will etwas Neues ausprobieren.
Gib ihm ein Getränk, das seinen Durst stillt. Na gut, hier eine Leiche. Bitteschön. Entfernen. Bitteschön, Leiche. Stellt sogar auf den Kopf. Na gut, dann eben Hase. Hier ein Kaninchen. Jetzt müssen wir nur noch töten. Moment. T.O.T. Oh, das arme Häschen. So, bitteschön. Hasenblut. Auch nicht. Na gut, dann mach ich's eben ganz leicht. Blut. Wie Blut. Warum gibt's hier kein Blut? Blutähnliches habe ich doch. Blut. Okay, dann Ketchup. Ketchup, so. Bitteschön, das ist Blut, was aussieht wie Ketchup. Darauf fällt da rein. Ja, möchte gern Vampir. Frisst Blut, genau. Ketchup meine ich. Das war lecker. Danke, dass du mir eine freundliche Alternative gezeigt hast. Bei mir leckt's gerade ein bisschen. Hallöchen. Der Roboter ist für eine Nachrüstung hier. Gib ihm etwas, das ein Roboter essen könnte. Aber ist ja auch schon was. Öl! Öl, genau, Nahrung. Bitteschön, Essigöl. Ich glaube, der will lieber... Huch! Ach Mensch, leck, hör auf zu lecken. Transformation zu einem weiblichen Roboter. Ist ja mal wieder super. Moment, ich muss das mal kurz... Gut, jetzt. Ich habe mich mit deinem Roboteressen vereint und bin eine Androide geworden. Ja, es geh weg, komm. Es leckt, wegen dir. So. Du schon wieder. Nee, Quatsch, ist ein anderer. Der Kannibale will etwas Besonderes. Schreibe ein Abendessen für den Kannibalen auf. Okay, du kriegst eine Leiche. Leiche. Aber Moment, nee, das ist mir zu langweilig. Benjamin Franklin. So. Und jetzt... Ja, jetzt aber... Notizblock verwenden, auch wenn's leckt. Töten wir den jetzt. T.O.T. Ja. So, hier bitteschön, du kriegst frischen Benjamin Franklin serviert. Er wurde vom Blitz getroffen. Das habe ich gebraucht. Hm, du siehst auch ziemlich lecker aus. Bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. Okay. Und da ist auch schon der Stern. Gut, dann sammeln wir noch ein. Aufsammeln. Yay! Mahlzeit, fertig. Und jetzt haben wir 16 Sterne. Na ja, gut. Man ist Level freigeschaltet. Okay, na ja, gehen wir zu Lilly. Hallöchen, Lilly. Oh, ein Achievement, cool. Wer bist du? Siehst aus wie Robin Hood. Was sagen die da? Huch! Oh mein Gott! Wer ist das? Ist das dein Freund? Huch! Lass ihn doch! Die kann man doch nicht essen, solche Dinos! Ach, Männer! Immer die gleichen! Es ist immer dasselbe mit Männern! Okay. Ja, jetzt haben wir einen neuen Bereich freigeschaltet, genau. Okay. Ah, Non-Achievement. Ah, wie schön. So, was jetzt? Ach, wir haben zwei, ich bin ein Pirat! Ahoi! Was war das denn hier?
Das Militär ist hier. Ach Männer, immer wieder dasselbe mit denen. Die ist aber auch immer Depri, ne? Ach, wir haben zwei Bereiche gleichzeitig freigeschaltet. Cool. Na, komm schon, jetzt lag's ein bisschen mit 8 FPS gerade. Na gut, dann, ich würde sagen, reicht's es auch jetzt für heute. Gehen wir zurück zum Hauptmenü, speichern und schließen. Gut, dann war's es auch für dieses 100.000 View-Special. Danke für die hohe Anzahl an Views. Vielleicht spiele ich das Spiel nochmal, wenn ich Lust habe. Es macht richtig, richtig Spaß und man kann richtig viel es hat richtig viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Zum Beispiel habe ich da gestern eingetippt, da flieht zum Beispiel ein Atheist vor Gott. Das sieht total lustig aus. Na gut, dann bis zu einem anderen Let's Play von mir. Und ja, ich hoffe, wir spielen das Spiel mal wieder bald, denn das macht mir auch richtig viel Spaß. Also dann, in dem Sinne, bis dann. Ciao.